Welcome back, liebe Leute! Mein Name ist Daniel Korte und heute sprechen wir über das Thema Rasieren, respektive 3-Tage-Bart rasieren. Als allererstes habe ich mal wieder festgestellt, dass ich ein total behindertes Kind bin und ein Vollidiot und immer irgendwo meine Sachen liegen lasse. You are an idiot. Mama, vielen Dank dafür, das habe ich von dir geerbt. So, immer lasse ich meine Sachen irgendwo liegen. Schlüssel, Handy, Portemonnaie, alles Mögliche, ja. Und ja, ich habe vor kurzem den Philips Blade getestet, nagelneu gekauft. Was passiert? Daniel lässt erstmal sein Ladegerät irgendwo liegen. Was passiert dann? Daniel lässt die Aufsätze irgendwo liegen. Super. So, was hatte ich dann noch? Nur einen Philips Blade. Ohne Aufsatz, ohne Ladegerät. Was kann ich damit anfangen? Nichts. Vollidiot. Naja. Auf jeden Fall habe ich mir jetzt einen neuen Philips Blade gekauft. Warum? Weil ich muss sagen, Philips Blade ist echt ein guter Rasierer. Kein Produktsponsoring, nada, sondern ich habe echt super, 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 super lange gesucht für einen guten Rasierer, weil ich hasse es, mir mein Bart glatt zu rasieren. Mache ich nicht, mache ich nie. So, und ich habe übelst lange gesucht, damit ich halt vernünftige Rasierer habe, wie ich meinen 3-Tage-Bart trimmen kann. Damit ich eine perfekte Länge habe und damit es auch nicht so aussieht, als ob es gerade frisch rasiert ist. Also ich will nicht so harte Kanten in meinem Bart haben, sondern es soll cool aussehen. So, und da ist der Philips Blade echt gut für. Jetzt habe ich mir gerade neu gekauft, jetzt habe ich 2 liegen. Naja, auf jeden Fall würde ich sagen, nicht mal lange quatschen, sondern direkt starten. So, wie starte ich? Ich nehme den Philips Blade. So, und nimm als allererstes diesen 5er Aufsatz. So, den draufgesteckt, zack. So, und damit starte ich jetzt als erstes. Ganz, ganz wichtig, Leute, schaut drauf, welchen Aufsatz ihr habt. Denn ich wollte meinen Bart schön rasieren, schön trimmen. Und anstatt den 5er Aufsatz habe ich den 1 mm Aufsatz aufgehabt. Oh. Ja, sieht natürlich ein bisschen aus, ja, logisch. Also, drauf achten, welchen Aufsatz ihr drauf habt. Und ich würde sagen, ja, erstmal ein bisschen runter mit dem Aufsatz 5 mm. Ist das auch 5? Man muss sagen, das nimmt echt viel Zeit in Anspruch. Also, das geht nicht ganz so schnell. Ich blase übrigens immer meine Lippen auf, damit ich besser rasieren kann. Sieht das behindert aus. Auch eine Technik, Leute, meine eigene Technik, ich ziehe dann immer meine Haut so ein bisschen nach oben, entweder so oder so und mache dann hier unten weiter. Ach, fick dich, jetzt geht die Kamera gleich aus. Okay, Strom, Strom. Also, der ganze Spaß dauert echt lange. Um die Koteletten zu machen, ziehe ich meine Haut ein bisschen weiter nach unten. Gerade hier vorne, wo der Bart sehr dicht ist, dort ist es natürlich dann echt schwierig und dauert es natürlich echt lange, wenn man ein bisschen da durch ist. So Leute, wenn ihr das geschafft habt, ja, dann habt ihr eigentlich schon mal die gröbste Arbeit geschafft. Und das dauert bei mir auch immer am längsten, also das Ausdüngen. Ich habe da so verschiedene Techniken, wie ihr gerade gesehen habt. So manchmal ziehe ich die Haut so runter, manchmal ziehe ich die Haut so hoch und rasiere dann. Vor allen Dingen hier an der Seite. Dann mache ich mal so, mal so. Und ja, damit es einfach gleichmäßig nachher vernünftig aussieht. So, das nimmt wahrscheinlich bei mir mal so 10, 15 Minuten in Anspruch sogar. Deshalb muss ich die Kamera auch gerade ausschalten. So, und jetzt folgendes. Jetzt mache ich diese Klinge ab, die 5 mm Klinge. Und jetzt wird es interessant. Denn jetzt mache ich die 3 mm Klinge drauf, weil hier unten ist es so schwer, mit der 5 mm Klinge zu arbeiten. Ich möchte halt keinen Cut haben, so wie das viele machen, sondern ich möchte, dass es natürlich aussieht. Und jetzt nehme ich die 3 mm Klinge und dann wird halt tatatatatak, ein bisschen weiter rasiert. Das ist die 3 mm Klinge. Ja.
So, und jetzt geht das Ganze weiter. Hier nicht mehr, sondern nur noch im Prinzip hier unten an diesen Stellen. So, ich mache das immer an den Stellen, wo ich es halt, notwendig ist. Und ich mache das immer ganz weit bis da, also bis im Prinzip da der Kinnansatz kommt. So, und das müsst ihr dann halt, je nach Belieben, so wie ihr gerade Bock habt, dann entscheiden, wie es euch passt, wie lang oder wie weit ihr das halt dann dementsprechend anpassen wollt. So, die 3 mm Klinge kommen weg und umso kleiner die Klingen werden, umso genauer müsst ihr aufpassen, weil wenn ihr mich jetzt einfach so ansetzt irgendwo, dann doof. Also echt aufpassen bei den kleineren Klingen. So, jetzt kommt die 1er Klinge drauf und da muss man jetzt wirklich ganz genau werden. Damit man halt den Übergang nicht so krass sieht, mache ich dann immer so zack, 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 so ein paar Zacken rein. Also wie beim Friseur, wenn man die Haare so ausdünnt, dann geht die auch mit der Ausdünnungsschere so rein und dann macht halt ein bisschen dünner. Und genau das gleiche mache ich hier im Prinzip mit den kleineren Klingen. So Leute, wenn wir das gemacht haben, dann sieht man, man hat den Bart wirklich schon richtig schön ausgedünnt. Und diese Stufe, also von 5 zu 3 zu 1, mache ich aus dem Grund, weil ich einfach nicht so einen harten Cut da drin haben möchte. So, und jetzt kommt die letzte Klinge ab. Und jetzt muss ganz genau gearbeitet werden, aber so richtig genau, damit auch nichts schief läuft. Gerade wenn man als Model arbeiten möchte, ja, ist es natürlich auch bei mir zum Beispiel, muss ich immer darauf achten, wie der Bart ist, dass genau der Bart auch so aussieht wie auf den Fotos. Und deshalb bin ich immer ganz, ganz penibel, was Bartpflege angeht, speziell beim Rasieren. So, jetzt ist keine Klinge mehr drauf, wie ihr sehen könnt, Klinge schon, aber kein Trimmer mehr drauf, kein Aufsatz. So, und jetzt wird es schwierig. Da kann man natürlich dann je nach Belieben machen, wie weit man das runterrasiert haben möchte, ob man es schön gerade hat. Ich will es aber auch mal natürlich aussehen lassen und aus dem Grund mache ich es halt auch nicht strikt gerade, sondern immer so ein bisschen. Und jetzt zu guter Letzt mache ich noch Folgendes. Jetzt mache ich hier unten einfach nochmal komplett sauber. Heißt, an die Stellen, wo jetzt wirklich nichts mehr sein soll, da mache ich einfach dementsprechend nochmal ohne Aufsatz schön sauber. So Leute, anschließend kann man das Ganze natürlich mit der Bartbürste erstmal noch schön sauber machen. Ich habe wieder die Bartbürste genommen, die ich beim letzten Mal bei dem Bartprodukt-Pflegeset-Test dabei hatte. So, erstmal alles vernünftig sauber machen. So, und jetzt wasche ich den Bart. Das Ding ist durch, Gott sei Dank. Ich habe, glaube ich, noch nie so lange vor der Kamera gestanden. Auf jeden Fall, so mache ich mein 3-Tage-Bart. So lasse ich den natürlich aussehen. Wenn euch das Video gefallen hat, macht gerne einen Daumen nach oben. Ich würde mich sehr, sehr freuen. Wie gesagt, das war kein Produktsponsoring, gar nichts. Ich habe den Rasierer nicht zugeschickt bekommen, sondern ich habe mir den selber gekauft. Und so mache ich mein 3-Tage-Bart. Falls ihr das anders macht oder andere Techniken habt, schreibt es gerne in die Kommentare. Ich freue mich über eure Daumen. Bis dahin, euer Daniel. Peace out.